tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Kilians Pokémon Lexikon. Heute gibt es auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen mein offensives Felinara. Felinara ist eine von Evolis 8 Entwicklungsformen und hat einen Monophen-Typ. Dieser gibt ihm eine Schwäche gegen Stahl und Gift, sowie eine Resistenz gegen Käfer, Unlicht und Kampf. Obendrauf gibt es noch eine nützliche Immunität gegen Drachenattacken. Felinaras Statuswerte setzen sich wie bei allen Evolutionen aus 1x60, 2x65, 1x95, 1x110 und 1x130 zusammen. Bei Felinara sticht hier besonders der gute KP, Spezialangriffs- und Spezialverteidigungswert hervor. Die EV verteilen wir hier voll in KP und Spezialangriff, zusammen mit einem mäßigen Wesen, um den Spezialangriff noch weiter zu steigern. Felinara kommt somit auf einen richtig starken Spezialangriffs- und KP-Wert, wobei die Spezialverteidigung ja immer noch sehr stark ist. Als Fähigkeit hat man die Wahl zwischen Charmbolzen und Feenschicht. Feenschicht ist hier definitiv die bessere Wahl, da sie uns einen gewaltigen offensiven Boost gibt, indem er alle Normalattacken zu Feenattacken macht und um 30% verstärkt. Außerdem bringt Charmbolzen nicht viel, da wir sowieso vermeiden wollen, von physischen Attacken getroffen zu werden. Im Moveset benutze ich für mein Felinara Schallwelle, Spukball, Wunschtraum und Schutzschild. Schallwelle ist eigentlich eine Normalattacke mit Stärke 90, jedoch von der Feenschicht ordentlich geboostet wird. Spukball gibt eine Möglichkeit, Stahl-, Feuer- und Gift-Pokémon neutral zu treffen, wenngleich ich dazu sagen muss, dass Schallwelle, selbst wenn sie nicht sehr effektiv ist, immer noch stärker ist als Spukball. Der Unterschied ist allerdings hier sehr minimal. Für die Leute, die es genau wissen wollen, das wären ungefähr knapp 10% mehr. Spukball bietet allerdings eine gute Möglichkeit, Attackenpunkte von der Schallwelle zu sparen und gibt eine nette 20%ige Chance, die Spezialverteidigung des Gegners zu senken. Wunschtraum und Schutzschild bieten Felinara eine Möglichkeit, sich zu heilen und somit deutlich länger auf dem Feld zu bleiben. Als Item bieten sich für Felinara wahlweise die Feentafel oder die Überreste an. Je nachdem, ob ihr eure Schallwelle zu einem absoluten Killer-Move mit Stärke 210 machen wollt oder lieber jede Runde ein wenig Heilung wollt und somit aus jedem Schutzschild noch ein bisschen mehr rausholen könnt. Felinaras Strategie ist relativ simpel. Finger weg von physischen Angreifern, Stahl- und Gift-Pokémon und euer Gegner wird Felinara für das, was es ist, verfluchen. Werft es zu passend günstigen Gelegenheiten in spezielle Angreifer rein und fangt einfach mal an, euren Gegner mit Schallwellen zu bombardieren. Wenn euer Gegner dabei schon in einen physischen Angreifer wechselt, so kassiert dieser gleich noch einen gewaltigen Hit und hat unter Umständen gleich ein Pokémon weniger, welches Felinara bedrohen kann. Wechselt Felinara wieder aus, wenn ihr von einem schnelleren physischen Angreifer steht, und lasst es generell nur spezielle Attacken einstecken. Es kann zwar auch ein bis zwei physische Attacken tanken, aber ihr seid in einer solchen Situation schon mehr mit Hochheilen beschäftigt, als dass ihr noch großartig Schaden machen könntet. Dieses Felinara eignet sich übrigens auch super als Wishpasser. Durch seinen gewaltigen KP-Pool kann es viele Pokémon gut hochheilen. Bedenkt, dass Felinaras Hauptziel ist, alle Konter eurer Sweeper aus dem Weg zu räumen oder zu schwächen. Ihr könnt zwar versuchen, mit Felinara selbst durchzusweepen, allerdings bevorzuge ich persönlich zum Aufräumen schnellere Pokémon oder eben solche mit Prioritätsattacken. Felinara bevorzugt eine physische Wall im Team, welche man immer einwechseln kann, wenn der Gegner gerade einen physischen Angreifer auf dem Feld hat. Stahl-Pokémon eignen sich wegen ihrer Stahlresistenz und ihrer Giftimmunität am besten. Megastalos und Megastalos sind beide sehr gute Optionen, da sie mit wahnsinnigen physischen Verteidigungswerten hervorstechen und auch einen Stahltyp aufweisen. Des Weiteren solltet ihr eventuell auch einen Cleric im Team haben, der mit Vitalglocke oder Aromakur das Team vor Status und speziell Felinara vor Toxin schützt. Felinara kann die Rolle des Clerics übrigens auch selbst übernehmen, da der Spukball im Moveset sowieso nur ein Lückenfüller ist und Vitalglocke hier durchaus eine Alternative ist, wenn ihr sonst keinen Cleric habt. So, das war's jetzt wieder von meinem offensiven Felinara. Jetzt seid ihr wieder dran mit aussuchen, wer hier als nächstes vorgestellt werden soll.